Hallo und willkommen bei MyYugiOh! TCG. Heute möchte ich über das allererste OCG-Set von Konami überhaupt sprechen. Dieses Booster heißt Volume 1 und ist am 4. Februar 2019 exakt 20 Jahre alt geworden. Das ist ein sehr stolzes Alter für ein Kartenspiel. Wir schauen erstmal hier in das Valuable Book und ihr seht, hier ist das Booster Pack mit Yami Yugi und dem blauäugigen weißen Drachen drauf. Sehr interessant, der blauäugige weiße Drache ist in diesem Set tatsächlich noch nicht enthalten, sondern ist erst einige Monate später in der Starterbox veröffentlicht worden, also quasi dem ersten Starterdeck vom Yu-Gi-Oh! OCG. Es gibt insgesamt zwei Ultra-Rare-Karten in diesem Set, drei Super-Rare-Karten, fünf Rare-Karten und 30 Common-Karten. Das heißt, das Set besteht insgesamt aus 40 Karten. Ganz besonderes Erkennungsmerkmal, es sind Series One-Karten. Da blätter ich mal schnell eine Seite weiter. Ihr seht, diese Karten haben weder eine Set-ID noch ein silbernes Hologramm. Daran könnt ihr erkennen, dass es wirklich alte Karten sind. Ja, man muss dann natürlich wissen, wenn man die Karte vor sich liegen hat. Ich habe jetzt hier beispielsweise dann einen, ja, keltischen Wächter in Super Rare ohne Set-ID, ohne Hologramm. Dann weiß ich, in Super Rare gab es den nur aus der Starterbox und kann ihn dann dementsprechend zuordnen. Habe ich aber einen Common keltischen Wächter zum Beispiel, weiß ich, okay, der kommt aus der Ex-Starterbox, die dann wesentlich später rausgekommen ist. Nur so lassen sich diese Series One-Karten den einzelnen Sets zuordnen. Ja, hier haben wir die beiden Ultra-Rare-Karten abgebildet aus dem Volume 1 Booster, der dunkle Magier und Gaia Zorniger Ritter. Das waren die beiden mit Abstand stärksten Karten im Spiel zu diesem Zeitpunkt. Wirklich sehr, sehr cool. Dann haben wir hier die drei Super-Rare-Karten Fallgrube, Schwarzes Loch und Spalt. Hier drei der fünf Rare-Karten. Hier eine Verstärkung für Krieger. Das müsste das Schwert der Legende sein. Da ist mir jetzt der Name, ach, Buch der dunklen Künste, genau. Macht des Kaishin, also alles Ausrüstungszauberkarten. Hier haben wir die beiden anderen Rares, Violetter Kristall und der englische Name war Beast Fangs, also nochmal Ausrüstungszauberkarten. Ja, und dann haben wir die ganzen Common-Karten. Hier der Tiefseeherrscher. Hier zwei OCG-exklusive Karten, also ihr seht, nicht alle Karten aus diesem Set haben es auch ins TCG geschafft. Die meisten davon sind auch im OCG nie wieder nachgedruckt worden. Beispielsweise diese hier, der Eye Armor, ist eine OCG-exklusive Karte, wurde auch dort nie wieder neu gedruckt. Der Hitotsume Giant ist tatsächlich die stärkste Karte in diesem Set, zumindest das stärkste Stufe 4 Monster und insgesamt die drittstärkste nach Dunkler Magier und Gaia Zorniger Ritter. Dann haben wir hier noch ein paar weitere Common-Karten. Kagemusha der blauen Flammen kennen wir ja aus Legend of Blue Eyes White Dragon. Hier diese Karte, Electro-Kids heißt die, glaube ich. Die ist in einem Tournament-Pack bei uns dann rausgekommen. Hier wieder eine OCG-exklusive Karte. Genau, dann haben wir hier die Karten Silberfang. Vom Angriff her genauso stark wie der Hitotsume-Riese, aber hat deutlich weniger Verteidigungspunkte. Die Klingenfliege, auch eine OCG-exklusive Karte, gibt es auch nur in diesem Set. Hier haben wir wieder zwei OCG-exklusive Karten. The Drdek, oder wie man die ausspricht, wird sehr komisch geschrieben. Drdek. Dann diese hier OCG-exklusiv. Kurama, das hier müsste Tomosaurier sein, die ist auch OCG-exklusiv. Dann geht es hier nochmal weiter. Hier haben wir Haniwa, Myotoko, Nemoriko, die kennen wir aus LOB. Hier wieder zwei OCG-exklusive Karten. Das hier müsste Petted Angel sein, also kleiner Engel. Dann haben wir hier den Mammutfriedhof, genauso stark wie der Silberfang. Also die beiden bilden von der Power her Platz 4 in diesem Set. Kleiner Drache. Genau. Dann haben wir hier nochmal zwei Zauberkarten. Ihr seht das Set, ja genau, das war's dann schon. Hier fängt dann Volume 2 an. Es gibt in diesem Set tatsächlich nur normale Monster. Effektmonster sind dann erst später eingeführt worden im Booster Pack Volume 3, das tatsächlich auch erst vor einigen Tagen sein 20-jähriges Jubiläum hatte. Und im Volume 2 Booster, da können wir ja auch mal ganz kurz reinblättern. Das machen wir aber beim Schnelldurchlauf. Genau, da haben wir dann immerhin ein paar Fusionsmonster mit drin. Die ersten Fusionsmonster sind dann allerdings in der Starterbox eingeführt worden. Die hatte ich ja in einem separaten Video vorgestellt.
Da müsst ihr auch einfach mal reinschauen. Da gab es dann auch den blauäugigen weißen Drachen, wie ich schon erwähnt hatte, genau hier. Und Effektmonster dann erst in Volume 3. Ja, natürlich habe ich euch noch was anderes zu zeigen. Hier haben wir nämlich ein Sealed Booster Pack von Volume 1. Sehr schön. Hinten seht ihr auch nochmal die Seltenheitsverteilung. 2 Ultra Rares, 3 Super Rares, 5 Rares, 30 Commons. Das ist jetzt allerdings ein Reprint Pack. Hier steht nämlich 20th Anniversary Set. Und dieses Set war eine spezielle Box, wo man 3 Reprint Booster von Volume 1 bekommen hat. Dann bekam man diese Playmat hier dazu. Und man bekam eine Promokarte Palladium Oracle Mahat im 20th Anniversary Secret Rare. Die habe ich tatsächlich in meinem OCG-Ordner, habe ich jetzt aber für das Video nicht extra ausgepackt. Und man bekam in diesem Playmat-Design noch eine Deckbox und ein paar Sleeves. Ja, nun zu dem Reprint-Pack. Wie kann man das jetzt von dem Original unterscheiden? Abgesehen davon, dass hier eben 20th Anniversary Set draufsteht. Das ist ganz einfach. Hier haben wir eine Karte aus dem Original Volume 1 Set. Kagemusha der blauen Flammen. Ihr seht, wie ich beschrieben hatte, keine Set-ID und kein Auge von Anubis. Spätere Yu-Gi-Oh!-Karten, sowohl im OCG als auch im TCG, haben ja eben diese Set-ID und das Auge von Anubis da unten. Die ersten Karten haben das nicht. So, die Reprints aus Volume 1 sehen jetzt folgendermaßen aus. Ich habe leider keine da. Die haben auch keine Set-ID, aber da wurde dann da unten das Auge von Anubis ergänzt. Das heißt, wenn ihr eine solche Karte ohne Set-ID seht, aber mit dem Hologramm unten, wisst ihr, dass es ein Reprint ist. Diese Reprints gibt es bislang, also Stand Juni 2019, nur von dem Volume 1 Set. Ansonsten sind keine Series 1 Karten reprinted worden. Jetzt gibt es aber, der Vollständigkeit halber, um das zu erwähnen, auch Series 2 Karten, das sind dann etwas spätere. Die haben dann auch hier diese Angriffspunkte-Box und haben hier unten das Hologramm. Allerdings verfügen diese schon über eine Set-ID. Und anhand dieser Kombination Set-ID und Hologramm könnt ihr dann eben sehen, dass es kein neuer Reprint ist, sondern eben auch eine alte Karte aus einem späteren Set. Und diese Angriffspunkte-Box bei den Series 1-Karten ist wesentlich größer, als sie das bei den Series 2-Karten ist. So, jetzt habe ich hier natürlich neben Kagemusha der blauen Flammen noch ein paar andere Volume 1 Karten. Hier haben wir die Klingenfliege. Ihr seht, kein Hologramm, keine Set-ID, ist dementsprechend ein 20 Jahre altes Original. OCG-exklusiv, The Durdek, die Karte, die sich so schwer aussprechen lässt. Silberfang, Mammutfriedhof, Eye-Armor und selbstverständlich der Hitotsume-Giant. Ja, ein paar Common-Karten aus Volume 1, alle 20 Jahre alt. Das ist aber noch nicht alles. Und zwar habe ich auch schon in einem älteren Video gezeigt, diese Karte hier, der dunkle Magier, eine der beiden Ultra-Rare-Karten aus Volume 1. Ihr seht hier unten, diese Karte hat kein Hologramm, keine Set-ID. Dementsprechend ist es das 20 Jahre alte Original. Ja, warum mache ich dieses Video heute so spontan? Ich hatte nämlich ein Mail Day und habe noch eine andere schöne Karte heute bekommen. Und ihr ahnt es sicher schon, es ist Gaia Zorniger Ritter. Hier unten kein Hologramm, keine Set-ID. Auch das hier ist das 20 Jahre alte Original aus dem Volume 1 Set. Die allererste Ultra Rare aus dem Yu-Gi-Oh! Official Card Game. Ja, hier haben wir sie nochmal beide zusammen, der Dark Magician und Gaia. Zwei wunderbare, ikonische Karten, die im Anime von Yugi Muto persönlich gespielt worden sind. Ich finde die beide wirklich sehr, sehr cool. Bin auch sehr froh, dass ich den Gaia jetzt endlich bekommen habe. Der stand doch so längere Zeit auf meiner Liste. Es war immer so ein, ja, wäre ganz nett zu haben, vielleicht. Und ach, eigentlich will ich ihn ja doch. Und ah, ich habe eigentlich andere Pläne. Und jetzt hat sich das ergeben, dass ich den sehr günstig bekommen habe. Und da habe ich dann zugeschlagen. Und hier ist er dann nun. Ja, wenn man die beiden Karten im Original kauft, sind die auch nicht so ganz billig. Da muss man dann einfach mal die Augen offen halten. Ich habe für beide Karten tatsächlich einen sehr, sehr guten Preis bezahlt. Ich hoffe, euch gelingt das auch. Ihr könnt dann einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Aber bitte noch nicht abschalten, denn ich habe noch eine kleine Anmerkung für euch und das ist mir persönlich jetzt sehr wichtig. Ich habe vor einiger Zeit Videos zu den TCG Master Collections veröffentlicht
und habe dabei einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar, als ich das Video zur TCG Master Collection Volume 1 freischalten wollte, habe ich aus Versehen das OCG-Video freigeschaltet, habe das direkt wieder auf Privat gesetzt. Und als ich das jetzt vor 2 Tagen wieder öffentlich geschaltet habe, wurde das meinen Abonnenten leider nicht mitgeteilt, weil da eben als Veröffentlichungsdatum immer noch vor 2 Wochen angegeben wird. Das Video ist jetzt auf meinem Kanal leider etwas untergegangen. Ich verlinke euch das jetzt mal hier unten. Ich würde euch da bitten, mal reinzuschauen, denn die OCG Master Collections unterscheiden sich extrem von den TCG Master Collections. Also es sind komplett andere Karten drin, da ist keine einzige Karte gemeinsam. Dementsprechend finde ich, dass diese wunderschönen Karten auch diese Aufmerksamkeit verdienen. Sie sind ja im TCG-Raum auch relativ unbekannt. Deswegen schaut da bitte mal rein. Das Video und vor allem auch die Karten verdienen es auf jeden Fall noch gesehen zu werden. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr da natürlich kommentiert und ein Like hinterlasst. Ja, das war's mit dem heutigen Video. Hier haben wir nochmal Gaia und den dunklen Magier. Wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao. Nicht das Master Collection Video vergessen. Also ohne Spaß, guckt euch das wirklich mal an. Das sind mega coole Karten hier. Ja, auf. Die Master Collection wartet. Vielen Dank.